Herzlich willkommen zu meiner nächsten Low-Budget-Guide. Heute wird es eine Zauberin und letzte Woche hatten wir Yabazone und dort war das Feedback relativ positiv, aber es gab auch ein paar kritische Stimmen, die gemeint haben, dass das kein Low-Budget ist und die das hier nicht erreichen können und das einfach zu teuer ist. Deswegen habe ich mir sehr viel Gedanken gemacht und heute eine Guide hier entworfen, die noch mehr drauf Wert legt, dass das Gear auch wirklich möglich ist für jedermann. Also ich habe sehr, sehr lange überlegt, wo man an welchen Stellen doch noch irgendwie was sparen kann. Und ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Ich würde hier mit dem Gameplay wieder anfangen, damit ihr einfach seht, dass dieser Charakter auch in der Lage ist, Mephisto zu farmen auf Hölle. Und das ist ja alles, was ihr machen müsst. Mephisto droppt euch dann alle Items, die ihr wollt. Also legen wir mit Mephisto los und mehr müsst ihr nicht machen. Die Map ist aufgedeckt, weil es Singleplayer ist. Da müsst ihr im Benet ein bisschen mehr Zeit einplanen. Aber mit dem Teleport-Trick immer links rum, da geht das natürlich auch. Ups. So, dann lockt der Mephisto natürlich wie immer hier rüber. Als Blizzard-Zorg ist das ja sehr entspannt. Oh, da war ich einen Tick zu weit vorne. Das darf nicht passieren. Also ein Schritt zurück wieder gehen. Ihr könnt auch immer schön Eisstoß nutzen zwischen den Blizzards. Aber ihr seht, wie schnell der down geht. Schwuppdiwupp. Was haben wir hier für Loot? Wir haben da oben. Das ist nicht gescriptet, Leute. Das ist wirklich gerade alles ein Schnitt. Ich habe noch nie in meinem Leben eine Ohmrune bei Mephisto gefunden. Das kann doch gar nicht sein. Ey, das ist aber gerade Singleplayer. Das heißt, natürlich kann ich mit der Ohmrune jetzt hier im Singleplayer, das ist jetzt nicht so der Mega-Hit für mich, aber ihr seht, dieser Charakter mit dem Gear, so leicht geht's. Diese Ohmrune könnte alleine schon diese komplette Low-Budget-Java von der letzten Woche finanzieren. Mit dieser Ohmrune könntet ihr jetzt auch diese Zauberin natürlich noch ein bisschen aufwerten. Aber so viel aufwerten muss man da gar nicht. Ich zeige euch jetzt einfach mal das Gear und die Stats und, die Skills. Und ihr habt ja gesehen, wie gut das läuft. Fangen wir an. Ich gehe mal kurz in die Ansicht. Wir haben, und das ist ganz besonders, also den Bild werdet ihr so vermutlich noch nicht gesehen haben. Ich habe tatsächlich nur 10 Stärke, 25 Geschicklichkeit und 470 Vitalität. Das ist also wirklich ein Max-Vita-Bild. Aber diesmal auch, genau wie der Name sagt, Max-Vita, keinen anderen Skillpunkt, Statpunkt verschwendet. Einzigartig. Und die Skills relativ simpel. Da bei Blizzard Zorg muss man da natürlich auch das Rad nicht neu erfinden. Also ich habe nichts bei den Feuerzaubern. Ich finde den Punkt in Wärme, den braucht man nicht unbedingt. Den kann man nehmen, wenn man so richtig viel Plus-Skills hat im Gear. Dann lohnt sich der natürlich dann schon. Dann habe ich einen Punkt Telekinese, einen Punkt in Teleport. Statikfeld habe ich jetzt hier auch drauf verzichtet, weil ich ja nicht wirklich so in die Nahkampfreichweite von Mephisto kommen möchte. Und ich habe ja auch nicht viel Plus-Skills mit dem Bild und ein Level 1 Statikfeld. Das lohnt sich einfach nicht. Deswegen habe ich dann richtig schön einfach alles reingepusht in den Blizzard. Kältebeherrschung Level 20, die könnt ihr mit Plus-Skills dann noch weiter pushen, wenn ihr irgendwann dann richtig gutes Gear habt. Und Mephisto hat 75 Kälteresi, das heißt, die könnt ihr so hoch pushen, bis sie bei minus 175 ist. Und es lohnt sich quasi bis dorthin, die zu leveln und nicht nur minus 100 bei Mephisto-Runs. Dann natürlich Blizzard-Maxen und die Synergien. Da fehlen mir noch 3 Punkte in Eisblitz, dann ist das gemaxt. Wichtig hier ist nur der Eisstoß, der muss vorher gemaxt werden bei den Synergien, weil der halt euer zweiter Damage-Spell ist. Das macht hier von den 3 Skills am meisten. Ihr seht es, Eisstoß mit 1000, der Eisblitz gerade so bei 350 Durchschnitt, Gletschernadel 670 ungefähr Durchschnitt und dann noch ein Punkt in Eisrüstung. Das ist der Skillbild, aber das ist natürlich bei einer Zauberin nichts Besonderes. Was aber besonders ist, ist jetzt mein Gear. Ihr werdet ja schon gesehen haben, irgendwas ist ja komisch. Ich habe einen Zweihandspeer. Also komplett anderes Equipment als üblich. Aber ich sollte ja aufs Budget schauen und deswegen fange ich jetzt mal an. Ich spiele mit einem Zweihandspeer.
der heißt Triumphaler Speer. Bei dem geht es mir vor allem primär um den Namen, denn Triumphaler Speer, also wenn ihr so eine Waffe tragt, dann habt ihr einfach ein anderes Mindset. Ihr habt es gerade gesehen, ja, das Mindset spielt oft eine große Rolle bei Diablo und mir ist gerade einfach eine Ohm-Rune gedroppt. Ohne Schnitt, das ist ein Schnitt, es ist gerade 1:1 so passiert und das liegt unter anderem auch an dieser Waffe. Wenn ich nun mal mit einem Triumphalen Speer komme, dann kommen die Runen von alleine und auch die anderen Drops. Die Stats auf diesem Speer sind nicht so wichtig. 1 zu Mana nach jedem Kill, also darauf lege ich nicht so viel Wert. Wenn ich Mephisto, ist ja mein einziger Gegner, den ich kille, da bringt mir das 1 Mana natürlich nicht ganz so viel, wenn er down ist. Aber der Name und vor allem aber auch der Look. Eine Zauberin mit Zweihandspeer ist einfach, damit rechnet keiner. Die Leute, die rechnen bei einer Zauberin ja damit, dass da irgendwelche Spells kommen. Und darauf habe ich auch mein Bild ein bisschen ausgelegt. Ich wollte die nicht die Stärken noch weiter pushen, sondern eher die Schwachstellen von der Zauberin. Und das ist natürlich der Nahkampf. Also wenn dann Monster mal irgendwie in eure Nahkampfreichweite kommen, dann müsst ihr nicht wegteleportieren, sondern ihr habt einen Zweihandspeer. Und da könnt ihr die auch einfach dann umkloppen. Also sehr, sehr nice. Machen wir weiter. Die Kappe, die passt nämlich auch zu dem Bild. Es ist quasi eine einfach gesockelte Kappe aus Akt 1 mit einem ledierten Diamant. Es geht natürlich darum, Budget zu sparen. Die Leute, die ein bisschen mehr Budget haben, können da vielleicht auch einen fehlerhaften Diamant reinpacken oder noch mehr. Aber man muss ja auch nicht unnötig Budget verschwenden. Angriffswert vor allem deswegen, ich habe ja gerade schon gemeint, ich will nicht meine Stärken immer weiter pushen, sondern meine Schwachstellen. Und damit ich mit dem triumphalen Speer auch öfter treffe, einfach ein bisschen angriffswert, das ist einfach logisch, ne? Da gibt es, glaube ich, auch keine Diskussion. Zwei Sockel auf der Kappe war mir dann auch schon wieder ein kleines bisschen zu teuer. Ich habe dann weitergemacht mit dem Amulett. Oft ist es mir in Diablo einfach ein bisschen zu dunkel. Und ich finde, dass dann das Amulett des Lichtes mit Lichtradius einfach da schön kontert. Und generell finde ich es auch besser, wenn man einfach ein bisschen mehr um sich herum was sieht, weil man dann auch die Truhen und so mitbekommt. Ja? Und auch die Monster. Ihr wollt ja, ihr habt ja diesen Nahkampfbild. Deswegen ist es auch schön, wenn ihr rechtzeitig die Monster seht, die in eurer Nahkampfreichweite sind. Deswegen 1 zu Lichtradius. Das Herzstück von dem Bild ist die Rüstung. Ja? Dort ist das meiste Budget drin und der restliche Bild ist auch so ein bisschen drumherum designt. Ihr werdet es jetzt sehen, es ist eine verzierte, leichte Rüstung mit Doppel-Hellrune. Ihr habt euch vermutlich schon gefragt, wie kann ich überhaupt eine Rüstung mit 10 Stärke tragen? Denn eine leichte Rüstung hat normalerweise 12 Stärke Anforderungen, aber hier habe ich halt eine zweifach gesockelte Rüstung mir geshoppt. Ja, das hat dann schon ein bisschen gedauert, so 5 bis 10 Minuten kann das mal in Anspruch nehmen. Und 2 Hellrunen gefarmt und auch das nochmal so 10 Minuten ungefähr gedauert. Also da merkt er, das kostet dann schon eine Menge Zeit, die müsst ihr dann mitbringen. Aber ist schon für mich jetzt ein wichtiges Item. Alternativ könntet ihr auch eine ätherische leichte Rüstung tragen, die müsste dann ja sogar nur 2 Stärke brauchen. Aber die geht immer wieder kaputt und dann braucht ihr immer wieder eine neue. Also es lohnt sich einmal die Zeit reinzustecken, dann habt ihr die Rüstung und müsst euch nicht mehr drum kümmern. Dann die Handschuhe. Das ist nochmal etwas für diesen Nahkampfbild. 14% Chance, wenn getroffen, eine Stufe 5 Nova auszulösen. Da ihr ja diesen Nahkampfbild gewählt habt, kann es nun mal sein, dass Monster neben euch stehen und euch auch mal treffen. Und dann auf einmal 14% Chance, das ist glaube ungefähr jeder 7. Hit, eine Level 5 Nova auszulösen. Also da brauche ich eigentlich gar nicht weiter erklären, warum das gut ist. Na, die Nova trifft alles in eurem Umfeld. Stufe 5 Nova reicht auch, da macht man guten Damage. Absolut nice. Dann habe ich aber noch eine Alternative. Und zwar könntet ihr darüber nachdenken, bei Mephisto Handschuhe mit halbierter Einfrierungsdauer. Ab und zu trifft euch ja mal diese Kältekugel. Und auch wenn das bei einer Zauberin nicht so schlimm ist, eingefroren zu sein, normalerweise ist es aber für eure Zauberin schlimm, weil ihr ja auch mal angreift. Und da will man nicht eingefroren sein. Also die beiden hier sind relativ ähnlich gut und ihr könnt euch da eins von beiden aussuchen. Machen wir weiter mit den Ringen.
da habe ich jetzt dann doch mal wieder ein bisschen mich auf Mephisto spezialisiert. Mephisto macht Magieschaden und der Ring der Obhut reduziert Magieschaden um 1. Das würde euch also ordentlich tanky machen, damit ihr auch mal so eine Kältekugel auch einfach tanken könnt und nicht einfach direkt umfallt. Machen wir mit dem zweiten Ring weiter. Ring der Flamme. Da habe ich mir überlegt, es ist eine Kälte-Sorg, keine Hybrid-Sorg. Die geht nur auf Kälte. Wie kann man da jetzt so nochmal ein bisschen für Überraschung sorgen? Wenn ihr jetzt auf einmal angreift mit dem Speer und auf einmal Feuerschaden dealt, da rechnet halt einfach keiner mit. Deswegen habe ich mich für den Ring der Flamme entschieden. Benötigt Stufe 30, also da muss man schon ein bisschen gelevelt sein. Aber ich glaube, dass der durchaus Sinn ergibt. Pusht halt euren Schaden natürlich enorm. Und wie gesagt, ein weiteres Element hinzugefügt. Gegen Kälteimmune auch sehr, sehr gut dann mit 1 bis 2 Feuerschaden. Der Gürtel, das würde ich sagen, ist bei mir, auch wenn es nicht das teuerste ist, es ist aber best in slot, auch Endgame-tauglich. Da haben wir die Schärpe des Schakals. Also die habt ihr bestimmt auch in anderen Videos schon gesehen. 1 zu Leben. Was will ich da sagen? Leben ist nun mal das Wichtigste mit auf der Zauberin. Wenn ihr so richtig viel Budget dann schon habt, dann könnt ihr auch die Schärpe ein bisschen upgraden, dass sie sogar 2 oder 3 Leben dazu gibt. Aber Low Budget, 1 Leben reicht erstmal für mich. Was fehlt? Ich glaube die Schuhe. Da wollte ich noch, bevor ich die zeige, noch was sagen. Also es ist natürlich so eine Zauberin, die teleportiert nur. Auch wenn ihr Nahkampf seid, ihr werdet vermutlich trotzdem nicht so oft getroffen. Welches Rüstungsteil hat den meisten Verschleiß? Auch beim Teleportieren. Ihr landet halt auf euren Füßen. Das heißt, die Schuhe, die werden permanent beansprucht. Und das kann halt dann irgendwann richtig, richtig viel Geld kosten, wenn man die repariert. Und ich will nicht, dass ihr irgendwie in eine Schuldenfalle geratet, kein Geld für Tränke gehabt, deswegen habe ich hier die Stiefel der Selbstreparatur gewählt. Das hat schon ein bisschen gedauert, die zu finden, aber am Ende war es das einfach wert. Ja? Repariert Haltbarkeit alle 33 Sekunden, ihr habt keine Geldprobleme mehr, müsst keinen Kredit bei Charzy oder so aufnehmen. Absolut geiles Item. Schneller gehen braucht ihr eh nicht, weil ihr teleportiert. Und ich habe noch Ersatzgear. Die Handschuhe habe ich schon gezeigt. Ich habe aber noch ein Amulett. Das ist auch schon vom Budget ein bisschen schwieriger. 1 zu Geschicklichkeit. Das ist natürlich für eure Waffe nice. Und nicht nur für die Waffe, denn wenn ihr geschickter seid, ja, dann trefft ihr, da treffen die Gegner euch natürlich auch nicht mehr so gut. Dann könnt ihr besser ausweichen. Und noch einen zweiten Ring. Den könnt ihr mit dem Ring der Flamme ersetzen, wenn es jetzt darum geht, noch mehr Schaden auszuteilen. Ist der Feuerschein natürlich gut, aber gegen feuerimmune Monster, dann bringt der wenig. Dann könnt ihr mal hier diesen Ring der Kunstfertigkeit anziehen mit 1 zu Max-Schaden. Dann könnt ihr einfach mal schnell das austauschen. Finde ich persönlich sehr, sehr nice. Ich spiele ohne Söldner. Mehr Budget brauche ich nicht. Ne? Also ich habe ja hier schon relativ viel jetzt in dem Charakter drin. Aber das ist somit das Mindeste, was ich halt schon auf einer Zauberin brauche, um Mephisto zu farmen. Deswegen ist dann der Merc komplett draufgegangen dabei. Ich will natürlich wie immer erstmal noch meine Breakpoints zeigen, die ich erreiche. Da habe ich mir Gedanken gemacht. Ihr seht die Faster Cast Rate, also schnellere Zauberrate. Dort hat die Zauberin nämlich bei, hier bei den Other Skills, da ist Teleport und so weiter dabei, die hat genau hier bei 0 ein Breakpoint. 13 Frames. Und ich habe quasi mit meinem Gear das Punkt, mit der Punktlandung geschafft, auf die 0 zu kommen. Und 13 Frames reichen mir dann in dem Fall. Und genauso habe ich das auch bei der schnelleren Erholung nach Treffer gemacht. Da hat die Zauberin nämlich, wo ist sie? Hier. Die hat auch genau bei 0 einen Breakpoint. Das sind 15 Frames. Ihr werdet nicht oft getroffen, aber ich sag mal, wenn ihr getroffen werdet, 15 Frames, das sollte dann schon reichen. Ihr habt ja dafür die auch diese gute Rüstung. Die sollte die Probleme da zumindest lösen. Und das nächste ist natürlich Magic Find. Warum habe ich keinen Magic Find? Da muss ich sagen, Magic Find hat ja abnehmenden Grenznutzen. Das ist ja bekannt. Das heißt, jeder weitere Punkt an Magic Find bringt euch weniger als der vorangegangene.
ich hatte halt keine Lust drauf, dass immer wieder bei jedem Punkt, den ich habe, das weniger wert ist. Deswegen habe ich einfach mich für null Magic Find entschieden. Dann habe ich das Problem nicht. Und oft, ich meine, ich hantiere hier immer nur mit Zahlen, aber einen Punkt, den vernachlässige ich immer. Und zwar geht es ja auch ein bisschen um Mentalität in dem Spiel. Wenn ihr an den Drop glaubt, dann kommt der Drop auch. Deswegen auch diese Taktik mit dem triumphalen Speer. Und ich glaube, ich habe es bewiesen gerade. Oben Rune von Mephisto. Ich habe geglaubt, ich habe keinen Magic Find und der Drop kam. Dazu aber, die Runen, die werden natürlich nicht von Magic Find beeinflusst. Die Rune ist nur davon abhängig, wie viele Spieler im Spiel sind. Und deswegen auch ein perfekter Bild, um bei Mephisto dann schön Runen zu farmen. Aber auch die Unix, die werden kommen. Wie gesagt, einfach dran glauben. Und dann wird das schon. Das war ein bisschen schneller heute, das Video. Gab halt, da ich keinen Merc habe und so, nicht ganz so viel zu erzählen. Aber es ist halt eine runde Sache, der Bild. Ich würde sagen, wenn euch das jetzt immer noch zu teuer ist, vor allem die Rüstung, das ist ja das Herzstück und das teuerste, dann könnt ihr auch einfach die Rüstung ausziehen. Übergangsweise, komplett ohne Rüstung spielen. Das ist okay. Ansonsten doch das mit der ätherischen versuchen. Aber ich würde sagen, dieser Build ist jetzt wirklich absolut rund. Ihr könnt Mephisto farmen. Wenn ihr noch irgendwelche Vorschläge habt, wie man da noch das Budget ein bisschen kürzen kann, dann einfach in die YouTube-Kommentare damit. Und ich hoffe, dass diesmal auch die Kritiker dann zufrieden sind und sich diesen Charakter nachbauen werden. Ihr werdet eine Menge Spaß damit haben, das kann ich versprechen. Und ich wünsche euch sehr viele gute Drops am Anfang der Ladder. Wir sehen uns.